Zugegeben, die Amerikaner haben zurzeit einen schweren Stand bei uns. Vor einem Monat haben die Amerikaner in Filsaic ganz groß ihre Drohnen den Bürgermeistern und Verbänden vorgestellt. Sie wollten damit mehr Transparenz beweisen. Spät aber immerhin, hieß es damals. Doch irgendwie kommen die Drohnen nicht aus den Schlagzeilen raus. Jetzt hat der CSU-Bundestagsabgeordnete Alois Karl eine schriftliche Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Da gibt es ja auch aus unserem Wahlkreis, aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach insbesondere, Anfragen bei mir und Bedenken, was das betrecken soll, ob da Ausforschungen möglich sind, zulasten von Privaten, zulasten von Unternehmungen. Und das möchte ich gerne näher Bescheid wissen. Mit anderen Worten, können Betriebe durch Drohnen ausgespäht werden? Karl schätze den Beitrag der US-Streitkräfte für den Frieden in Europa. Es müsse aber klar sein, dass man unter Freunden weder Spionage noch eine flächendeckende Abhörung hinnehmen werde. Der Unmut über Drohnen in der Region ist nach wie vor da. Beispiel Ursensollen. Zum einen haben wir mit Grafenwöhr und Hohenfels zwei große Truppübungsplätze. Wir sind das Gebiet, das dazwischen liegt. Wir wollen hier mit unserem Naturpark Hirschwald touristisch punkten. Und ich stelle fest, dass wir immer mehr auch dieses Gebiet zwischen den Truppübungsplätzen zum Übungsgebiet machen. Das ist ein Grund, der durchaus zu Buche schlägt. Die Glaubwürdigkeit der Amerikaner auch in Sachen Drohnen habe gelitten. Und deshalb ist das Thema Drohnen jetzt auch auf der heutigen Gemeinderatssitzung gelandet. Und auch Landrat Richard Reisinger ist mit der Informationspolitik der Amerikaner nicht zufrieden. Er schrieb dieser Tage noch einmal einen Brief nach München. Wir wollen einfach eine andere, eine direktere, schnellere Informationspolitik. Ich denke, das schuldet man einem vertrauensvollen, partnerschaftlichen Miteinander. Und bei der Drohnenproblematik gebe ich schon so Bedenken, würde man solche Überflüge auch über das Stadtgebiet München erlauben. Und dann erlaube ich mir wiederum zu sagen, anzumerken, meine Landkreisbürger sind mindestens genauso schützenswert als großstädtische Bürger. Übrigens, bis jetzt ist auch noch keine einzige Drohne zwischen Grafenwöhr und Hohenfels geflogen. Die Genehmigung dazu liegt immer noch beim Bundesverteidigungsministerium. Und dort werden ja bekanntlicherweise auch sicherheitsrelevante Aspekte geprüft.